herzlich willkommen hier wieder bei Someone Was Born mit mir, der Caro. Und ja, ich habe mir mal überlegt, da viele, die jetzt vielleicht nicht Someone Was Born spielen oder so, mich gefragt haben oder gesagt haben, ey, ich habe keine Ahnung, was du da quatscht oder so, ja, was das überhaupt für ein Spiel ist, dachte ich mir, hey, machen wir einfach mal einen Anfängerguide, sozusagen richtig, wie fängt das Spiel an, wie sollte ich anfangen, was ist der Sinn des Spiels, ja, und was ist das eigentlich alles? Also komplett von vorne und ich fange mit euch sozusagen an und mache sozusagen die ersten Schritte für euch, mit euch, wie auch immer, damit ihr wisst, wie fange ich an, was ist eigentlich Priorität, welche Monster brauche ich, welche sind gut, sind die überhaupt haben die Nutzen oder sowas, ne? Wie auch immer. Ich fange einfach an, an sich. Seht ihr am Anfang diesen Trailer hier? Ja, der Mana-Kristall und bla bla blö, ne? Ich mache jetzt mal hier ein bisschen Vorspulen, dass es ein bisschen schneller geht. Ja, also ihr braucht euch das nicht durchlesen. Es ist an sich irrelevant. Ja, darum geht es auf jeden Fall nicht in dem Spiel. Ich nenne das jetzt einfach mal Cap Caro You Tube. So. CapCaro, YouTube, Jop, alles klar. Das ist jetzt unser Name. Ohne Vokabel ist nicht erlaubt. Ach, Quatsch doch nicht. Dann machen wir einfach hier nochmal CapCaro. Ich hoffe, das gibt's auch noch nicht. Dieser Nickname ist bereits in Gebrauch. Sehr geil. Hammer. Sehr gut. Also, danke für den, der meinen, sag ich mal, Namen hat. den man jetzt einfach. Ups. Der Anfänger. Also wählt euch den Namen gut aus, ja, weil es kostet wirklich sozusagen im Game Geld, Mana sozusagen, Mana-Steine, um den Namen wieder zu ändern. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Oh, Mann. Der Anfänger. So, aber jetzt. Quatsch. Gut, anders. Cap, Caro, New. Aber das gibt's doch nicht. Ne. Also, das hätte ich mich jetzt stock gewundert, ja. Also, ihr müsst euch den Nutzer wirklich gut überleben oder sowas, ja. Also, überlegen. Weil, es kostet, wie gesagt, hier Mana-Steine, um das dann halt, zu ändern. Ja, klickt einfach fix durch. Ich mache das jetzt hier. Ist an sich nicht nötig, das durchzulesen oder sowas. Weil an sich ist es alles selbsterklärend, was ihr hier machen müsst, ja. Also das ist ein Mana-Brunnen, ja. Also hier bekommt ihr immer gratis Mana. Ja, alle ein paar Stunden oder so tut er sich aufladen. Ja, das ist halt das Tutorial. Ich werde jetzt das Tutorial mal schnell machen. Und dann, ja. Leute, also nachdem ich zeige ich euch dieses lange Tutorial jetzt gerade hier gemacht habe, wo ich auch finde, das müsste man auswählen können, ob man das Tutorial will oder nicht. Ja, also meiner Meinung nach, gehen wir weiter. So, also, Sinn des Spiels, gute Monster bekommen, gute Runen bekommen, starke Monster machen. Ha, um gegen andere zu spielen oder halt allgemein besser zu werden. Das ist eigentlich schon der einfache Sinn. Ja, bei Pokémon war es einfach, ja, wir wollten unbedingt Pokébälle, damit wir Pokémon fangen können. Gute Pokémons, ja. Um die aufzuleveln an sich. Genauso hier, nur dass wir keine Pokémon fangen müssen. Ja, sondern wir haben hier Rollen. Ja, zeige ich euch einfach mal hier bei Herausforderungen. Einfach nur mal, um euch das zu zeigen. Gibt es hier, könnt ihr hier so eine Rolle annehmen. Ja, das ist jetzt eigentlich keine gute Rolle. Ja, das ist eine unbekannte Rolle, die man aber für den Anfang, sage ich mal, ganz gut gebrauchen kann, ja, um einfach vielleicht durch dummen Zufall ein 3-Sterne-Monster oder sowas zu ziehen. Und das sind hier auch Missionen, ja, die können wir mal annehmen, ja. Also wir haben hier beschwört ein Wassermonster, ein Feuermonster, ein Windmonster. Das haben wir ja alles geschafft. Das ist ja bei jedem auch das Gleiche. Hu, tatatata, wir haben einen Levelaufstieg. Und tatata, sozusagen haben wir jetzt einmal die Energie bei uns ist voll. Und wir haben 5 Kristalle bekommen. Kristalle sind sehr wichtig, aber dazu komme ich dann auch später, beziehungsweise gleich. So, das ist Mana sozusagen. Das ist das, von was ich hier gesprochen habe. Das hier mit dem blauen, wo ihr so viel Mana braucht, um zum Beispiel euren Nicknamen zu ändern oder so. Oder um eure Monster zu verbessern. Dafür ist die Mana an sich da. So, was für was die Mana noch da ist, zeige ich natürlich auch noch. Ja? Gut, also.
Bei euch sieht es jetzt allen so aus, wir haben jetzt hier drei Monster. Ne? Die habt ihr alle, das ist bei jedem das Gleiche. Jeder fängt gleich an, ja, ist ja auch gerecht. Und ja, diese Rollen hier. Es gibt halt mystische Schriftrollen, da sind 3 bis 5 Sterne-Monster drin, ja, was auch sehr gut ist, wo sie es ja geändert haben. Es gibt hier keine naturell 2 Sterne erweckten Monster mehr, also keine 2-Sterne-Monster, ja, wie unser Vagabund, den wir Wind haben. Dieses Windmonster, was wir bei uns haben, zum Beispiel erweckt in 3 Sternen. Gibt es in diesen mystischen Schriftrollen nicht mehr, was ich sehr, sehr gut finde, ja, also... wirklich sehr gut. Und dann gibt es halt die Unbekannten. Da sind 1 bis 3 Sterne-Monster drin. Es können auch sehr gute 3-Sterne-Monster drin sein. Was gut ist und was schlecht ist, bekommt ihr aber auch alleine recht gut hin, ja. Ich werde euch nur mal fix zeigen, was für einen Anfang sehr gute Monster sind, sozusagen. Die ihr sozusagen ziehen könnt als 3-Sterne- oder 2-Sterne-Monster. Nur mal ganz schnell im Durchlauf. Da sind erstmal Runen, sind jetzt total irrelevant. Das sind nämlich unsere Monster. Da braucht ihr jetzt, warte, auf eure Monster sozusagen gehen und hier unten auf Sammlung, dann seht ihr die kompletten Monster, die es gibt. Die Attribute, ja, Feuer, Wasser, Wind, Licht und Dunkelheit, ja. Also Feuer zum Beispiel, ja, gut gegen Wind. Schlecht gegen Wasser aber, ne. Feuer auch gut, sage ich mal, hier gegen Licht oder so, ne. So, anders, Wasser gut gegen Feuer, aber schlecht gegen Wind. Wind gut gegen Wasser, aber schlecht gegen Feuer. Beispiel, ja, einfach nur mal ganz nice to know, aber solltet ihr ja alle wissen, ja, also, ja, das ist ja fast überall so, ne? Dass zum Beispiel Wasser nicht gut ist gegen, oder Feuer nicht gut ist gegen Wasser, ja? Logisch. So, aber auf jeden Fall gibt es hier sozusagen Monster, die ihr hier bekommen könnt. Das sind diese 1-Sterne-Food-Monster, das ist alles nur Müll. Ja, alles, was hier mit diesen silbernen Sternen ist, das ist alles Müll. Das könnt ihr alles dann verwenden, um dann eure Monster zu verbessern. Das zeige ich natürlich auch noch. Also, den hier habt ihr zum Anfang, ja. Also, kann man auch, sage ich mal, bis zu 4 Sterne auf jeden Fall erstmal behalten. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Höher aber auf jeden Fall nicht. So, was ist beim Feuer noch gut? Dieses Monster ist natürlich auch noch bei Feuer gut. Inugami. Inugami ist ein sehr wichtiges Monster. Es ist irgendwann ein Rauk. Wenn ihr ihn erweckt, erweckt. Was ist erweckt? Hör. Zeige ich euch auch noch. Keine Angst. Ich kann noch nicht alles auf einmal sozusagen erklären. Was ist noch gut für ein 3-Sterne-Monster am Anfang? Dieses Inferno-Monster ist zum Beispiel auch ein sehr gutes, nützliches Monster, was ihr auf jeden Fall verwenden könnt. Der Greiffeuer, den könnt ihr auch auf jeden Fall verwenden und auch behalten. Das ist kein Food. Auch für den Anfang ein hohes Elementar ist gar nicht so schlecht. Aber auch nur bis maximal 4 Sterne und danach ist es eher Food. Das heißt, Müll. Food, Müll. Ja, also dann könnt ihr dann verwenden, um andere Monster zu verbessern. Was noch gut? Hier sozusagen der Werwolf. Auch noch ein sehr gutes Monster. Ja, bla bla bla. Noch ein gutes 3-Sterne-Monster hier in Feuer ist zum Beispiel hier der Hai. Der Hai, Kurierhai in Feuer ist auch kein schlechtes 3-Sterne-Monster. Die Mumie, das neue Monster, ist auch kein schlechtes Monster für ein 3-Sterne-Monster. So, gehen wir weiter. Wasser. Was haben wir in Wasser? Was jetzt wichtig ist, wäre auch wieder der Werwolf hier. Megan, ein Top-Monster, was ja auf jeden Fall 6 Sterne würdig ist. An sich ist hier, sage ich mal, hier der Echsenmann auch nicht schlecht. Könnt ihr auch behalten an sich. Ist dann irgendwann auch Fusionsmaterial. Und hier wieder die Mumie oder der Kurierhai sind auch sehr gute Monster. Was nicht gut ist, was aber viele am Anfang sagen, oh, die finde ich ja nicht schlecht oder so, ist hier Rina. Rina auf jeden Fall nicht brauchbar. Absolut nicht. Ihr könnt sie komplett erstmal auslassen, weil, nein, braucht ihr auch am Anfang eigentlich überhaupt nicht. Windmonster, was ist bei Wind noch gut? Der Greif. Der Windgreif auch 6 Sterne würdig für später. Auf jeden Fall. Werwolf hier ist auch ganz gut. Ist nicht so gut wie der zum Beispiel im Wasser oder so oder im Feuer. Was ist noch gut für den Anfang? Ja, wieder hier der Kurierhai. Wieder die Mumie. Das sind so gute Monster. Bei Lichtmonstern sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Den hier werdet ihr sicherlich auch dann noch bekommen. Vielleicht. So, auf jeden Fall hier der Inugami Licht. Ein 6-Sterne-würdiges Monster, was ihr auch bekommen könnt, was ihr jeden Sonntag, ja,
bekommen könnt bei sogenannten Secret Dungeons sozusagen. Also ihr habt dann vielleicht Freunde, was ihr auch gleich am Anfang machen werdet, und die finden dann irgendwelche Dungeons, wenn die halt gegen diese Lichtattribute, was ich euch auch gleich zeige, spielen, und dann könnten die das durch Zufall finden, und dann müsst ihr da ein paar Mal spielen und so, 40 Stücke sammeln. Ihr werdet am Anfang vielleicht nur ein bis zwei Stücke immer pro Runde schaffen, wenn überhaupt. Und ja, dauert halt so 3-4 Wochen am Anfang, um diesen Inugami-Licht wahrscheinlich zu bekommen. Gutes Lichtmonster ist ja auch noch das, ne, das, was ihr bekommen könnt, das. Das ist eigentlich auch recht gut für den Anfang, kann man gut verwenden. Vagabund ist sehr gut. Bei Licht sind mehrere gut, aber da wollen wir jetzt mal nicht von reden. Das Wichtigste war eigentlich, was ich euch zeigen wollte, ist der Inugami, ist der Bierman und ist der Darion. So, also, wie fangen wir überhaupt an? Wir sind jetzt hier in diesem Spiel. Ich habe euch jetzt so ein bisschen erklärt, was ihr machen sollt. Ihr guckt erstmal bei euren Herausforderungen. Was muss ich machen, um jetzt zum Beispiel 7 Kristalle zu bekommen? Ah, hier Missionen ausführt, also ausgeführt. Ihr müsst alle Missionen, tägliche Missionen, was ihr jeden Tag aufs Neue bekommt, ja, müsst ihr jeden Tag absolvieren, um halt diese 10 Kristalle hier zu bekommen. Jeden Tag. Ja, Kristalle sind sehr wichtig, und für Kristalle müsst ihr alles machen. So, was müsst ihr noch machen? So, wir gucken erstmal, was können wir hier machen. Transformierte Monster. Erwecke einmal ein Monster. Okay, dafür kriegen wir Kristalle. Dann Elite-Truppe. Habe mehr als ein 3-Sterne-Monster, habe mehr als ein... Gut, okay. Also wir brauchen Feuer noch und Wind. 3 Sterne. Und dann kriegen wir nochmal 5 Kristalle. Dann gucken wir hier weiter. Wo? Hier, guck mal, eine goldene Rolle. Wow, was müssen wir dafür machen? Leider die 7. Etage der Festung der Riesen abschließen. So, da sind wir schon beim Thema Festung der Riesen. Können wir noch nicht hin. Da können wir, glaube ich, erst mit Level 7... Du musst das erfolgreich erwähnen. Ich glaube, mit Level 7 oder keine Ahnung was, müsst ihr das absorbieren sozusagen, ne? Um dann das hier zu machen, um überhaupt die Missionen zu machen. Aber am Anfang sucht ihr euch Freunde. Geht auch nicht. Okay. Freunde geht auch nicht. Ihr müsst Level 8 sein. Gut. Dann halt nicht. Dann spielen wir jetzt hier sozusagen erstmal dieses komische Match hier. Nehmen die Monster hier rein, die wir haben, und kämpfen. Pepem. Vor allem, ihr müsst, glaube ich, auch Level 3 sein hier, um hier Automodus zu machen. Ja? Ich glaube, Level 3 ist das. Ja, Level 3. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an und kämpfen und machen die hier mal fertig. Kann ja nicht so schwer sein. Bam. Angriff, Angriff. Wow. So. Hab gerade falschen angegriffen, aber egal. Wir schaffen das auch so. Das ist überhaupt kein Problem hier. So. Greif an. So. Am Anfang wird euer stärkstes Monster hier das linke Monster sozusagen sein. Aber vergesst trotzdem nicht die anderen Monster hier wie euer Fee. Die, wie gesagt, ich würde bis zu 4 Sterne ist nützlich und danach nicht mehr. Also nicht auf 5 Sterne oder sowas machen. Weil ihr könnt definitiv bessere Monster irgendwann finden, ja. Die euch heilen, weil sie kann nämlich auch dann heilen, beziehungsweise ein Schild machen. Aber das alles nur im erweckten Zustand, was ich aber, wie gesagt, gleich zeige, wenn wir dann endlich mal das hier abgeschlossen haben, ja. So, wir sind ja Level 2, Wahnsinn. Haben, glaube ich, schon wieder hier irgend so eine komische, warte mal, erstmal hier die Mission, genau. Bam, bam. Oh, Level 3. Ja, und wir können jetzt sogar einen Automodus machen. Ha, wir müssen nicht mehr selbst kämpfen, Leute. Also nicht mehr selbst tippeln. So, was aber trotzdem manchmal nützlich ist, selbst zu tippeln, ja? Weil definitiv der Computer ist blöder als ihr, ja? Ha, das geht, ja. Das geht. So, können wir jetzt hier mal irgendwie... Sicherlich nicht, oder was? Ja, nee. Gut. Ihr lest euch, durchsucht den Wald von Garen. Ja, wir durchsuchen den Wald von Garen. Gut, ich durchsuche jetzt erstmal den Wald von Garen, ja, und kämpfe und kämpfe. Und dann melde ich mich. Nur mal kurz nebenbei, das hier sind sozusagen, das ist so eine Bonus-Daily sozusagen, was ihr jeden Tag sozusagen habt. Wird in 30 Tagen zurückgesetzt, ja.
Also ihr müsst sozusagen 24 Mal online kommen, 24 Tage, um sozusagen diesen Bonus hier zu bekommen. Ja, also seid ihr über 30 Tage, wird das zurückgesetzt und ihr habt den Bonus hier unten nicht, diese Licht- und Dunkelheitsroller. Also ihr müsst euch jeden Tag einloggen, um halt dieses, Ding halt zu bekommen, ja. Ihr habt jetzt hier als allererstes ein bisschen Mana bekommen. Morgen kriegt ihr dann auch Mana und dann kriegt ihr halt Energie und irgendwann 30 Kristalle. Und ja, nach 24 Tagen halt diese Licht- und Dunkelheitsrolle, wo ein Licht- oder Dunkelheitsmonster drin ist. Was ihr wirklich nur hier bekommen könnt, ja. Also ihr könnt diese Licht- und Dunkelheitsmonster nur in dieser Licht- und Dunkelheitsrolle bekommen oder im Wunschbrunnen, den wir noch nicht haben, im Wunschbrunnen auf Monster sozusagen, da könnt ihr auch ein Licht- und Dunkelheitsmonster sozusagen bekommen. Oder andere Variante, es gibt immer Events, da geht ihr rechts auf Event, ganz wichtig. Und dann seht ihr immer, was aktuell für Events sind. Gerade sind sozusagen, also das Wochenende sind alle Attribute Dungeons offen, ja. Was wir noch nicht viel machen können, weil bei uns ist noch nicht mal der Dungeon offen, ja. Weil wir halt noch diese Mission abschließen müssen. Hochwichtige Mission. Ja, wo ich ja gerade dabei bin, wie gesagt, im Wald von Garen mal aufzuräumen. So, und dass hier neue Monster dazu gekommen sind, wo ich ja übrigens auch ein Video darüber gemacht habe, was das für neue Monster sind, welche Runen und bla bla bla. Dass halt hier so ein Königs-Angelmon-Event ist, ja, wo ihr so eine Kekse suchen müsst und so. Und dann kriegt ihr Angelmons und noch andere Sachen halt. Und ja, und hier noch ein Herbst-Event, wie auch immer. Da seht ihr das immer an sich und da steht halt manchmal auch Secret Dungeon, Monster, 3 Sterne oder 4 Sterne Monster, Licht, Dunkelheit, wie auch immer. Oder auch Wind, Feuer, wie auch immer. Und dann könnt ihr da spielen. Aber das, diesen Dungeon, ja, diesen Kairos Dungeon, der ja dann hier unten sich befindet, der ja gerade bei mir noch dunkel ist, zeige ich euch dann auf jeden Fall noch. So, ich mache jetzt mal hier weiter. Aufräumaktion. Also ich habe jetzt sozusagen 4 vom Wald von Garen, sozusagen die 4 ersten Welten gespielt und habe auch 4 Runen bekommen. Das sind sozusagen die Runen, die ihr braucht, sozusagen die bekommt ihr auch jeweils immer, wenn ihr diese wenn ihr im Wald von Garen seid und den Slot sozusagen einspielt, dann bekommt ihr natürlich hier diese erste Rune, ist ja 1, 2, 3, 4, hier steht es ja dann noch, 5 und 6. Für die 6 und 5 haben wir jetzt noch keine Runen. Ich habe die jetzt auf meine Fee gemacht, ja, weil meine Fee ist ja sozusagen das Monster, was halt die HP braucht, ja, was man so macht halt, also macht sie auf HP. Und ihr habt dann hier so ein, drüben steht Set-Effekt, ja, was ist das? Set-Effekt. Hier steht 2 Set. Gut, 2 Set bedeutet, ihr braucht 2 Runen, um diese HP-Prozent zu bekommen, diese 15%, also zweimal dieses E, um diesen Boost von 15% zu bekommen. Deswegen steht hier auch das einmal und dann nochmal, weil ich habe ja 4, ja, 2 und 2 ergibt 4. Also haben wir 30% schon mal mehr HP, ja. Dann hier habe ich jetzt gut ATK-Prozent drin. Es ist erstmal Boogie jetzt für die ersten paar Minuten, ja. Da kommt dann eine HP-Prozent rein und hier kommt auch eine HP-Prozent rein. Also macht das einfach so, macht da HP-Prozent rein und ja. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz, um euch zu zeigen, hier diese erste Rune sozusagen auf. Kostet 175 Mana. Ihr habt am Anfang echt noch genug dafür. Die machen wir jetzt mal bis zur 3 und dann gucken wir mal, was dann passiert. Haha, es wird nämlich was passieren. Dimm, wir haben hier einen Boost von 1%. Das ist nicht viel, nein, weil es ist ja auch nur eine 1-Sterne-Rune, weil hier steht 1 Stern. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne-Runen. Ja, also dann könnt ihr euch ausmalen, wie gut ihr eigentlich noch werdet. Weil irgendwann habt ihr nur 6 Sterne-Runen oder 5. Ja, also davon träumt ihr. Ja, ja, also wie gesagt, das dauert noch eine Weile, aber die besten Runen sind 6 Sterne, die schlechtesten 1 Sterne-Runen. Eigentlich selbsterklärend. Und dann gibt es halt eine grüne Farbe. Bei halt Aufwertung 3 steht hier, ab der 6, das zeige ich euch jetzt auch gleich, ich mache das einfach nur mal zum Vorführen, wird die Farbe anders, blau, so ein helles Blau wird das. Aufwerten fehlgeschlagen ist ganz normal, ne, die wollen natürlich auch so viel Mana wie möglich von euch haben, deswegen, ja, ist das so. Und weiter, und jetzt komm, 6, ohne Aufwerten fehlgeschlagen, ja. Guck mal, und blau geworden. Und wir haben ACC bekommen. ACC ist dafür da an sich, wenn ihr Fertigkeiten habt. Ich glaube, sie hat jetzt gerade keine Fertigkeiten, so welche.
Ja, hier könnt ihr übrigens auch Fertigkeiten angucken. Wasser-Hurricane. Greift den Feind mit einem Wirbel-Hurricane aus Wasser an. Friert den Feind eine Runde lang mit einer Chance von 20% ein. Genau. Also das ist so ein Gegenwert. ACC ist an sich, es ist schwierig zu erklären. Ich weiß persönlich, was es ist, aber ich kann es immer nicht so richtig erklären. Ja, da gibt es übelste Texte von, was eigentlich ACC ist. Ich benutze ACC, um es ganz einfach mal zu sagen, wenn ein Monster Effekte hat, ja, was zum Beispiel 20% Möglichkeit, Chance ist, dass diese Fertigkeit hier eintrifft, wie jetzt hier diese 20%, die hier stehen, ja, dass es halt einfriert oder so, ja, dann benutze ich zum Beispiel ACC. Genau das gleiche ist beim Betäuben, beim Einfrieren oder sonstigen Sachen, ja, oder beim Def, Verteidigungsschwächen oder irgendwas, was, glaube ich, hier der Vagabund hier hat, Ziel zwei Runden lang mit einer Chance von 3, genau, diese Verteidigung, der braucht also auch ACC. Ganz einfach jetzt mal für den Anfang gesagt, ACC sind die Monster, die hier irgendwelche Werte haben mit 40%, dass das eintrifft, dann braucht ihr ACC. Die Werte an sich seht ihr hier oben, sind gerade 0%, bei ihr werden es ja dann wohl 1% sein, ja. 100% ist natürlich das Beste, 0% schlechteste, ja, auch ganz logisch, ne? Und dann seht ihr hier noch diese ganzen anderen Werte und die müsst ihr halt anpassen und so gut werden, wie es nur geht. Für den Anfang als Information, lest euch die Fertigkeiten eurer Monster, ihr habt jetzt 3 Monster hier, lest euch die Fertigkeiten komplett durch, ja, und bildet euch selbst, wenn da jetzt zum Beispiel steht, ja, kann heilen oder sowas, ja, dann wird es wahrscheinlich Monster sein, was halt für euch sehr wichtig zum Heilen ist, ja. Das heißt, wir brauchen die lange. Also so viel HP wie möglich, ne? Aber bei ihr ist eine Besonderheit sozusagen, weil das Heilen geht je nach Proportion zur Angriffskraft. Das heißt, wir brauchen ATK-Prozent. Ich habe mich vorher voll verplappert, ja, mit dem HP-Prozent. Sorry nochmal. Also hier ATK-Prozent schon richtig und hier auch nochmal ATK-Prozent dann. Voll verplappert. Schon so lange her, wo ich die Fee hatte, ey. Egal. Auf jeden Fall hier so viel, wenn ihr viel Angriff habt, dann heilt sie auch viel. Ja, also lest euch die Fertigkeiten durch. Wenn sie erweckt ist, was ich euch ja dann zeige, wie das funktioniert mit diesem Erwecken, ja, da braucht ihr hier diese Essenzen, nennt man das, ja. Das ist jetzt Wasser und das ist Magie, ja. Das zeige ich euch auf jeden Fall noch, die müsst ihr dann sammeln, sozusagen, um dann hier auf diesen Erweck-Bonus-Dings da zu drücken, ja. Und damit das auch wirklich erweckt, ja, hier zu wenig Material, ne. Müsst ihr hier sammeln, 5-mal mittlere sind das, glaube ich, ja. Mittel steht ja da. Hier niedriger, dann hier nochmal mittel und hier nochmal niedrig, ja, die müsst ihr sozusagen dann sammeln. So, so sieht das dann halt aus. Bei Aufwertung 9 steht, ist das dann lila, bei Aufwertung 12 ist das orange, ja, also hier je nach Aufwertung halt, ne. Diese Einsterne-Runen, ja, macht die bitte nicht höher als 6 Aufwertungen, ja, also bitte nicht höher, ja, für den Anfang, ne, und 2 auch eigentlich nicht höher als 6 oder 7 Aufwertungen, ja, bitte, und dann 3, 4 Sterne, also 3 Sterne Ruhen bis 9 und 4 Sterne Ruhen könnt ihr bis 12 aufwerten oder höher an sich, so funktioniert das. So, ich mache jetzt mal weiter hier mit Wolfangaren. Nachdem wir jetzt fertig sind hier mit dem Wald von Garen und den Endboss sozusagen, den Wasser-Inugami geschlagen haben, gehen wir einfach in die Arena, die ja jetzt offen ist für uns, hier oben links, Arena, und hier auf Rivale, wo dieser einsteht, ja. Drücken auf Kämpfen sozusagen und gucken und hoffen, dass wir hier natürlich auch gewinnen und kämpfen mal eine Runde. Und hoffen, ja, wie gesagt, wir gewinnen, weil hier kann man natürlich auch Kristalle bekommen, was sehr gut ist, was wir natürlich wollen. So, wir greifen erstmal den hier an. Chakam. Dim dim. So, ist natürlich nicht tot. Ah. So, das war gerade eine Nachricht. So, up. Attacke! Heilen, wir wollen mal. Wen heilen würden? Wir heilen den hier. So, und Angriff! Ah, warum ist der eingefroren jetzt? Hopp! Oh, wow, 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 wow! Oh. Es wird enge hier. Und Chakam! Ah. Und nochmal Angriff. Hier, Akku aufladen.
Und Attacke! Und gewonnen! Ja, also wir haben jetzt gewonnen sozusagen. Jetzt quatscht er hier bestimmt jetzt noch eine Runde. Ja, na war klar. Bla, 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 bla. Ja, komm. Das müsst ihr immer einfach wegdrücken. Einfach ignorieren. Hier links stehen sozusagen gleich, zeige ich euch das, was ihr machen müsst. Und das ist interessant. Der Rest ist eher, ja, nice to know. Hier könnt ihr jetzt eure Defensive aufstellen, weil es spielen dann auch wirklich echte Leute gegen eure Defensive. Aber viel könnt ihr am Anfang eh nicht machen. Ihr könnt eh nur auf Platzieren drücken und das war's. Ja, mehr ist an sich jetzt erstmal nicht, was ihr machen müsst. So, bla bla bla. Ja, hier platzieren. Ja, sind Reihe Plätze, ist schon klar. Können wir aber nicht ändern. Wir haben noch kein viertes Monster. So, das ist irgendwas, was ihr mal kaufen könnt. Gegen Echtgeld. Müsst ihr aber an sich nicht beachten, weil ihr kommt eigentlich relativ gut auch ohne Geld. Es ist in jedem Spiel so. Jedes Spiel will natürlich irgendwie auch überleben und ja. So, wir wollen jetzt mal hier so einen Turm bauen. Ja, diesen Turm hier, das gehört nämlich zu einer Mission. Das ist so ein Turm, der uns auch gerade angegriffen hat, wo wir gegen diesen Typen hier gespielt haben. Wo ist der Turm hin? Ach, hier. Den stellen wir mal hier hin. Genau. Okay, platzieren. So, jetzt haben wir nämlich auch so einen Turm. Haben wir hier die Turmmission ja, sozusagen absolviert. So, ich erkläre euch jetzt mal ein wenig überhaupt, was das überhaupt alles ist. Das Ding ist zum Beschwören. Hier könnt ihr, wie gesagt, eure mystischen, eure lichten Dunkelheitsrollen, wenn ihr dann welche habt, eure unbekannten Schriftrollen, sowas könnt ihr hier alles öffnen. Ihr könnt hier Kristallbeschwörungen machen, kostet 75 Kristalle. Ihr könnt aber genauso gut hier für die mystischen Rollen, diese Kristalle, die ihr habt, die habt ihr hier 30 Stück. Hier gibt es Pakete sozusagen. Hier entweder für 225 Kristalle bekommt ihr 3 Schriftrollen und so ein Angelmon. Das heißt, das ist diese Viecher hier. Und diese Viecher, ich habe ja jetzt gerade keins, um es zu zeigen, ist aber auch in mehreren Videos von mir, ist sozusagen da, um Feuermonster, wenn es jetzt zum Beispiel hier Feuer ist, gibt halt Wasser, Wind, Feuer, Licht, Dunkelheit, ne? Wenn es jetzt Feuer ist, dann schmeißt ihr das auf ein Feuermonster sozusagen drauf und dann wird das schneller gelevelt. Das ist einfach der Sinn dahinter. Diese Monster könnt ihr allerdings auch erwecken mit diesen Essenzen, die wir immer noch nicht irgendwie, die ich euch immer noch nicht zeigen kann, weil der Kairos Dungeon ist immer noch nicht offen. Und ja. Und dann gibt es hier, wie gesagt, noch dieses 750er Kristallpaket mit 11 Schriftrollen, glaube ich. Sind das 11? Ja, 11 Schriftrollen, ja genau. Kostet aber 750 Kristalle, dauert eine Weile. Was es hier noch gibt, das ist ein EP-Booster. Das heißt, ihr levelt schneller, ne? Ist auch eigentlich relativ sehr nützlich, aber erst für später. Zuerst braucht ihr Monster, Monster, Monster und irgendwann braucht ihr dann wirklich diese EP-Booster, weil ihr müsst dann erstmal eure ganzen guten Monster, ja? Auch wenn es vielleicht keine 4- oder 5-Sterne-Monster sind, ja? Aber selbst 3-Sterne-Monster können sehr gut sein und sehr effektiv sein. Die müsst ihr natürlich auch leveln, ne, und auf 4 oder 5 Sterne bringen. Wie bringt ihr die auf 5 Sterne oder so? Das hier bei diesem Aufwertung, ja. Das ist sozusagen Aufwertung. Das sieht bei jedem hier gleich auf. Da drückt ihr hier auf Aufwerten und dann seht ihr das. So, habt ihr ja vorhin auch wahrscheinlich dann, also die das gucken, die vielleicht auch neu angefangen haben, das hier so gemacht. So. Da geht ihr jetzt zum Beispiel drauf und dann könnt ihr hier eigentlich entwickeln, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel drei Sterne-Monster hier haben, ja, die hier jetzt drinnen, die wir opfern können, 1, 2, 3, dann können wir die entwickeln, wenn die dann auf, das ist letzte Stufe 3, die muss Level 25 hier sein und dann könnt ihr die sozusagen entwickeln mit 3 Sterne-Monstern. Die müssen allerdings nicht auf Level 25 sein, die können einfach nur da sein, ja. Ist jetzt blöd vorzumachen, weil ich keine habe. Also das ist zum Aufwerten. Das ist hier dieser Mana-Brunnen, wo ihr wirklich hier diese Info, könnt ihr euch durchlesen, da kriegt ihr halt 420 Mana-Steine in einer Stunde. Maximaler Platz 2000 sozusagen. Also braucht 4 Stunden 45 Minuten, dann ist euer Mana-Brunnen voll. Könnt ihr mal regelmäßig einsammeln. Ist eigentlich ganz okay. Ja, ihr habt 34 Energie hier oben. Zeige ich euch. Muss kurz wieder das Bild wegmachen. 34 Energie. Diese Flügel hier sind rein für die Arena. Alles, was ihr in der Arena macht, ob ihr gegen echte Leute spielt hier, das sind nämlich alles echte Leute, gegen die ihr hier spielen könnt. Ja, ob ihr gegen halt, ob ihr gegen die spielt oder sowas. Braucht ihr halt diese Flügel hier oben rechts. Ne?
Also ein Kampf, ein Flügel sozusagen, ne? Das sind eure Mana-Steine, sind gerade 10.533. Die benutzt ihr zum Beispiel halt hier, wie ich gerade für diesen Turm oder was halt erst auf Level 6 oder sowas geht. Das wird ja alles noch geführt. Das erst später. Was könnt ihr noch mit diesen Mana-Steinen kaufen? Ja, an sich nicht viel mehr. Der Rest ist eigentlich rein nur für hier, für diese Runen zum Aufwerten oder so. Ja, weil das Aufwerten kostet ja auch Geld. Halt das Aufwerten, ne? Ja. So sieht's an sich aus. So ist es. Und ja. Mal gucken, was ich jetzt als nächstes, was könnte ich jetzt nochmal fix erklären. Hier unten links ist eure Kiste. Hier haben wir jetzt zum Beispiel hier diesen Vogel, diesen Garuda Licht bekommen, den wir jetzt hier drin haben bei unserem Monster. Garuda sozusagen, den müssen wir natürlich auch noch aufruhen, müssen wir Runen besorgen. Deswegen werde ich jetzt auch noch ein bisschen weiter sozusagen spielen, bis der Kairos Dungeon geöffnet ist. Aber was ist an sich jetzt noch so viel mehr zu sagen? Zu sagen ist halt, ihr müsst halt erstmal Runen farmen. Runen farmen dauert erstmal eine Weile. Ihr müsst auf jeden Fall eure Missionen, die ihr hier habt, ihr müsst die Missionen erfüllen, ja. Hier kommen auch immer wieder neue Missionen dazu, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es so bleibt. Da guckt ihr am besten, was ihr alles absolvieren könnt, ne. Guckt halt, ja, ich brauche das und das und das und das und das und das. Und so funktioniert das. So. Was kann man noch erklären? Also Runen habe ich erklärt mit den Sets, dass es halt hier verschiedene Runen auch gibt. Hier werdet ihr dann alles noch irgendwie sehen, wenn ihr die weiteren Welten habt. Weil ich werde jetzt hier nicht bis Level 30 up-to-date durchspielen. Das mache ich nicht, weil die Zeit habe ich gar nicht, weil dann kann ich keine Vorstellungen mehr machen und sowas. Es ist nur eine kleine Einführung, wie man halt anfängt, wie das halt aussieht, was es eigentlich für einen Sinn hat, dieses Spiel. Wie gesagt, ihr bekommt nach und nach immer wieder neue, Schriftrollen sozusagen, mystische Schriftrollen oder sowas, wo ihr dann auch bessere Monster bekommt. Das dauert aber eine Weile. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr mit Level 15 oder mit Level 20 ultra geile Monster habt, außer ihr habt mega dolle Schweine. Ja, dann könnt ihr auch ein sehr gutes Monster auch mal dabei haben. Aber macht euch da keine Platte, wenn ihr da bis Level 20 immer noch nichts habt oder bis Level 25. Das kommt erst später. Wie gesagt, ich spiele dieses Spiel jetzt seit Januar. Letzten 2-3 Monate ein bisschen weniger, ne? Ich finde, ich bin schon relativ gut vorangekommen. Und die, die meine Videos gucken, die wissen, was ich für Monster eigentlich habe. Und deswegen macht euch da keine Platte, falls ihr da nicht irgendwie gute Monster habt. Spielt halt das, was ihr halt könnt. Guckt bei den Events hier rechts immer aktuell rein. Die sind sehr hilfreich am Anfang. Levelt, levelt, levelt. Spielt jetzt zum Beispiel, ihr müsstet jetzt halt jetzt zum Beispiel ich hier für die Fee halt, ja, die braucht ja hier auf Slot 4 noch ATK-Prozent und auf Slot 6 ATK-Prozent. Das heißt, ich müsste jetzt noch hier beim Wald von Garen, ne, Schwierigkeitsgrad gibt es hier auch noch. Es gibt Hard. Wenn ihr Hard abgeschlossen habt, dann könnt ihr dann auch Hell spielen, was ihr jetzt nicht könnt. Und bei Normal gibt es halt diese 1-Sterne-Ruhen, bei Hard diese 2-3-Sterne-Ruhen und bei Hell diese 3-4-Sterne-Ruhen. Was noch zu sagen ist, ist bei dem Endgegner hier, wenn ihr zum Beispiel irgendwann bei Hell seid oder sowas und ihr spielt jetzt hier die 7, sozusagen den Endboss, ist es sogar möglich, 5 Sterne Runen zu bekommen beim Endboss. Was auch immer ist, es ist egal welcher Slot, ihr bekommt ja da egal welchen, von welchem Slot bekommt ihr hier immer eine, sag ich mal, bessere Rune. Oder halt unbekannte Schriftrollen. Das geht natürlich auch, bekommt ihr auch. Ihr bekommt auch manchmal diese Regenbogenmons, was ich aber auch irgendwann nochmal erklären werde. Auf jeden Fall, ob das jetzt in diesem Zeitraum ist oder ob das jetzt auf meinem Hauptaccount ist, wo ich euch dann erkläre, was ein Regenbogenmon ist. Ja. Aber wie gesagt, das sind halt die Schwierigkeitsgrade und umso höher, umso besser Runen, logisch, umso stärker eure Monster. Aber ihr müsst halt auch immer stärker werden. Ich müsste jetzt, wie gesagt, Slot 4, das ist hier, die 4, um halt auf der 4 vielleicht, ich mache es euch jetzt nochmal ganz kurz vor, eine ATK-Prozent-Rune zu bekommen. Weil da ist ja gerade eine Dev-Prozent drinne und auf der 6 ist ja noch gar nichts drinne. Das müsste ich halt jetzt machen, mache ich jetzt gerade mal vor. Dim 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 dim. Genau.
Also so sieht's an sich aus. Es ist halt jetzt ein kleines Tutorial halt für die Anfänger und sowas. Wenn ihr ein bisschen mehr davon sehen wollt oder irgendwas, ja, also wie ich dann halt ein bisschen noch weitermache. Aber wie gesagt, ich werde nicht bis irgendwie up to date im Level irgendwie weitermachen. Definitiv nicht, Leute, ja. Also ihr könnt auch unten in den Kommentaren eure Fragen noch drunter schreiben oder sowas. Weil mir fällt auch immer nicht spontan immer alles ein, was ich jetzt hier erklären kann, ja. Weil für mich ist das alles selbstverständlich. Ich hoffe, ihr versteht das, weil übrigens Crit-Rate brauche ich nicht, deswegen nochmal. Immer nochmal. Irgendwann kommt die ATK-Prozent definitiv. Ne? Also nicht aufgeben, immer weiterspielen, eure Energie verballern auf jeden Fall immer. Die wird immer aufgeladen, braucht glaube ich 5 Minuten oder so für eine Energie. Also allzu lange könnt ihr eh nicht spielen. Wird aber pro Level immer mehr. Also ihr bekommt oben bei da ist doch diese Energie, ne, bei eurem Standbildschirm, Hauptmenü sozusagen, ne? Und das wird dann halt aber wieder aufgeladen alles, ne? Aber es wird auch pro Level, was ihr steigt, wird das auch immer mehr. Also ihr habt dann irgendwann 75 oder 85 Energie, wenn ihr dann noch eure Gebäude aufwertet. Aber das alles später, ja. Aber wie gesagt, hat es euch ein bisschen gefallen oder so, ihr könnt, wie gesagt, Fragen unten bei den Kommentaren drunter schreiben. Dann beantworte ich die, ich schreibe mir die auf sozusagen. Und dann beantworte ich die sozusagen, was rund ums Anfänger spielen, ja. Oder welche, was ist das für ein Gebäude oder was, wie auch immer. Oder wie auch immer, wie soll ich anfangen, keine Ahnung. Irgendwelche Fragen halt unten drunter schreiben, könnt ihr gerne machen. Mal gucken, was wir jetzt für eine Rune bekommen haben. Ach, leider auch nicht gebrauchbar, aber es ist eine 2-Sterne-Rune. Aber die brauchen wir nicht, weil auf Slot 4, 2 und 6 brauchen wir definitiv kein Dev Plus, kein ATK Plus und ja, so ein HP Plus brauchen wir auch nicht, ne? Entweder ATK Prozent, Dev Prozent oder sowas, ne? Anders natürlich auf Slot 1, 3 und 5. Ja, da gibt es sozusagen nur Pluswerte. Da gibt es nur ATK Plus auf 1, auf der 3 Dev Plus und auf der 5 HP Plus, ja? Aber bei den anderen immer nur nach Prozenten suchen, ja? Und nicht irgendwelche anderen Runen. Ja, also wie gesagt, habt ihr Fragen unten bei den Kommentaren. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.